Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Fallout 4. Jawohl, heute geht es weiter und ich dachte mir, hey, wir machen hier eine super tolle Quest, was Atom verlangt, wo wir den Leuten einfach mal helfen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie weiß ich nicht. Schwester Mai? Unvorstellbar, welche Art von Offenbarung den Hohen Beichtvater dazu gebracht hat, Fahrhaber nicht mehr zu vernichten. Also, soll ich dir meine Waren zeigen? Nein, ich möchte deinen Titten sehen. Ich wollte nur fragen, ob du bei irgendetwas... Hilfe brauchst. Nun, ich habe da ein Projekt, bei dem ich nicht weiterkomme. Du hast auf dem Weg rein sicher die Dekontaminierungsbögen gesehen. Ich versuche schon ewig, sie zu reparieren. Aber es gibt ein Problem. Ich brauche einen Pumpenregulator, dem auch Industriechemikalien nichts anhaben können. Wenn es sowas auf dieser Insel gibt, dann in der Wimpop-Fabrik. Da wimmelt es aber vor Mutanten. Wenn du mir das Teil besorgst, kriegst du eine Belohnung. Interessiert? Was ist, wenn ich da schon war? Warum die dicken Bögen reparieren? Beseitigen die nicht die Strahlung? Ja, eigentlich schon. Ne? Das macht eigentlich keinen Sinn, aber hey. Warum die Dekontaminierungsbögen reparieren? Beseitigen die nicht die Strahlung? Nicht mit meiner Modifikation. Ich habe die Filter überbrückt. Wenn der Regulator an Ort und Stelle ist, kriegen wir eine große Dosis Leuchten hin. Du willst ihn also für mich holen? Toll. Von welcher Belohnung sprichst du da genau? Das ist lustig, ja. Okay, ich finde den Pumpenregulator für dich. Ja? Fantastisch. Ich denke, du findest ihn irgendwo beim Mischraum. Pass einfach auf dich auf, in Ordnung? Also, willst du sehen, was ich so habe? Eigentlich nicht so, danke. Nein, kein Interesse. Dann ein andermal. War ich da nicht gerade erst alt an? Oh, ich bin schon wieder zurück. Was hat er verlangt? Waschsaal, beschaffe den Pumpenregulator. Ja gut, dann, ne? Dann gehen wir da mal hin und beschaffen diese Pumpenregulator. Wenn du ins Schiff gehst, geht Schwester Aubert aus. Auf, dass die Mehrstrahlung hier auf meine Haut, ne? Die Strahlung kicks in und dann sind wir alle happy und alle sind wir froh und feiern mit dem Tor auf Mexiko. Ja, ich wollte die Ladezeiten wegschneiden, ne? Beziehungsweise nicht wegschneiden, sondern einfach nur nicht aufnehmen, weil ich schneide hier nicht. Ich mir hänge deine Eingeweide. Ich schneide ja nicht, ich nehme das ein Stück auf, alles live und roh, alles real, Mann. Und irgendwie hat was gefunden. Was hast du gefunden? Hau mal raus. Hier. Das ist toll, wirklich toll gemacht. Ich wünschte, ich könnte dich streicheln, aber ich kann es leider nicht. Schade, aber. Müssen wir vielleicht. Ne, okay, ich dachte, er hätte mir vielleicht gleich einen Marker gegeben, der mich direkt in den Waschsaal bringt, aber scheinbar hat er das nicht getan, dieses kleine Arschloch. Deswegen müssen wir halt oder leben. Ach, schade, aber auch. Ja, Cutscenes. Jetzt weiß ich nicht, Cutscenes alle Zeiten. Hallöchen, sind immer noch alle tot oder lebt er wieder? Aus irgendwelchen Gründen. Da ist der Waschsaal. Gehen wir rein. Fabrikdach. Cool. Hätte ich auch gleich nach oben jumpen können. Hätte ich mir wieder Ladezeiten erspart, ne? Man muss ja schließlich immer praktisch denken, oder? Okay, ich glaube, hier oben waren wir noch gar nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Nö, hier waren wir noch nicht. Ein Begräbnis! Wer hat diese hässliche Scheiß-Feature wieder angemacht eigentlich? Wer hat das angemacht, wenn ich fragen darf? Das habe ich nicht. Das habe ich nicht beordert. Das gefällt mir nicht. Ja, toll, wie du sie dir an den Hals gehangen hast. Das hat mir jetzt aber gegeben. Boah, boah. Das sieht das scheiße aus. Ich hasse diese. Was weiß immer, was auch immer das für ein Effekt ist. Kann ich den hier spontan ausstellen? Nee, nicht mal Einstellungen. Ja, Anzeige. Anzeige ist raus. Nein, glaube ich nicht. Audiosteuerung. Nein, das kann man, glaube ich, nur im Hauptmenü. Scheiße. Na gut, dann müssen wir diesen Part noch damit leben. Dann habe ich hier den Captain zwischen. FOD-Terminal. Und am nächsten Part muss ich das wieder rausmachen. Testküche, Benutzer Iris Messen. Mason ist angemeldet. Benutzeraufzeichnungen. Hau mal raus. Der Geschmack von Maine. Ich kann es. Okay, das kennen wir ja, glaube ich, schon. Wie schmeckt denn überhaupt Maine? Gut, das ist dann nichts Neues mehr. Das ist gut. Na, dass mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. So sieht's aus. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Krone hier einholen. Aber ich mache es jetzt einfach.
Ich weiß, dass ich Level Up habe, ist mir aber eigentlich relativ schnuppe, weil ich sowieso keine Ahnung habe, was ich da einsetzen soll. Groß. Muss das sein? Okay, und dann wieder rein in die Factory. Hey, da kommen wir ja gerade her, ne? Aber naja. Alle Bus, der draußen lang fährt. Schön, dass du heute nicht so laut bist. Da fällt es wieder zu. Es ist so unheimlich warm, ne? Es ist so zum Kotzen. Also ich finde das unheimlich warm. Ich weiß ja nicht, andere feiern das unheimlich. Ich bin nicht so der warme Typ. Ich mache mir den Winter. Und ganz ehrlich, immer wenn ich im Spiel oder sowas Leute sehe oder im Film, die dann warm gekleidet sind, dann schwitze ich immer so mit denen. Das ist total behindert. Okay. Ja! Ja! Pumpenregulator. Das war es. Achso, ja, ich halt auch hier mit diesen komischen Dingern. Na, okay. Mich würde jetzt mal interessieren, ob das Ding erst gespawnt ist, nachdem ich die Mission angenommen habe. Oder ob es das schon vorher gab. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Schade, dass ich nicht rausfinde. Dam, dam, dam. Ab zurück zur Insel. Beziehungsweise gleich zum Nucleus. So, da wären wir wieder im Nucleus. Und ich glaube, ich werde diese Folge einfach Hilfe für die Verratschten nennen. Naja, weiß ich nicht. Hilfe für die. Mai? Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator gefunden hast. Wo willst du das wissen? Also, willst du sehen, was ich auf Lager hab? Nein. Ich hab endlich den Regulator aus der Wim-Pop-Fabrik. Ja, tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Yay, yeah, ich habe einiges für dieses Ding riskiert, Pyronkorkenwerk. Ja. Natürlich, kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Natürlich. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Die radikale Bekehrung ignoriert 30% der Schadensenergieresistenz des Seals. Okay. Das klingt nicht nett, nicht schlecht, nicht nett. Wenn den Regulator zu schwistern, mal. Ich weiß, du wirst kommen. Ich bete dich an. Ich glaube an dich. Und tschüss. Alles wird gut. Voll jung, wollte kein Stern. Du siehst, wo der Pumpenregulator angebracht werden muss, sodass verstrahltes Wasser direkt in das System geleitet wird. Dir fallen auch meist Überbrückungen zu den Filtern auf. Ein fähiger Techniker könnte sie aufheben, die Reparatur verheimlichen und das alte System wiederherstellen, sodass die Strahlung herausgefiltert wird. Und was wäre mein Nutzen davon? Ich meine, klar, ich könnte mich jetzt gratis dann da weiter Strahlung säubern, aber was würde mir das im Endeffekt bringen? Eigentlich überhaupt nichts, außer eventuell sogar noch Stress. Aber da ja, finde ich doch. Soll die das jetzt Spaß haben. Du lässt den Pumpenregulator problemlos einrasten, die Maschinen leitet sofort verschmalzt was an das System. Das war aber gleich. Na, wollen wir mal warten? Was haben wir denn hier fallen lassen? Sollen wir gucken, das Wasser überhaupt her? Nee, ist ja furchtbar. Ist scheinbar auch nichts mehr weiter. Naja. Dann gehen wir halt wieder hoch. Schmeißen jetzt schon nach NPCs nach mir? Nach mir? Ich sag nicht nein, ne? Was zum Fick war das denn, Alter? Oh nein, wir haben jetzt Strahlung. Ich bin jung. Das war weird. Aber okay. Ich meine, stört mich nicht. Hatte keinen Namen, von daher uninteressant. Guck, guck, genau. Out of order. Scheiße, mal probieren benutzen. Man wird bestimmt voll wissen, oder? Wenn man es mal so ist. Das war richtig geil, ey. Ich mag das Geräusch nicht, deswegen gehe ich lieber. So, haben wir das da oben erledigt? Was haben wir denn hier als nächstes? Hilfsschwester Mai, ja, das haben wir jetzt hier getan. Okay. Mal helfen auf der alten Ware da unten, wo da unten steht. Hi, Kollege. Entschuldigung. Ja? Ich meine, gepriesen sei Ad. Moment. Du bist der neue Konvertit. Hast du zufällig Bruder Devin gesehen? Kränklicher Typ, betet allein. Ja, da oben.
Ich glaube schon. Ist das der mit den Propellern auf dem Periskop? Ist schon schwer zu übersehen. Klar, ja. Klar, ich habe Devin gesehen. Warum fragst du? Bruder Devin fastet schon eine ganze Weile. Kein Essen, nur verstrahltes Wasser. So wartet er auf ein Zeichen von Atom. Die meisten würden sagen, dass es bewundernswert ist, sich Atom so anzuvertrauen. Was meinst du? Schwachsinn. Ich meine, es ist eine Entscheidung, wieso sollten wir uns einmischen? Klingt für mich ziemlich verrückt. Ja. Klingt für mich ziemlich verrückt. Bei Atom. Noch jemand. Also ich und Devin, wir wurden nicht mit Atoms Segen wie all die anderen geboren. Strahlung schadet uns. Jetzt glaubt Devin, dass Atom ihm eine Offenbarung oder sowas schickt, wenn er fastet und Medizin ablehnt, bis er stirbt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber auf mich hört er nicht mehr. Und alle anderen denken, dass ein Fasten eine super Idee ist. Wir kennen uns nicht, aber wenn du ihn dazu bringst, aufzuhören, schulde ich dir was. Hab Strahlungsmedizin, die könntest du haben. Und ein Rezept. Echt praktisch für Leute wie uns. Was meinst du? Redest du mal mit ihm? Na klar. Strahlungsmedizin ist dir erlaubt. Devin sollte ermutigt werden, seine Hingabe zu zeigen. Das könntest du auch tun. Ah ja. Okay, klar. Ich rede mit ihm. Oh, danke. Aber mach bitte schnell, ja? Er sieht langsam übel aus. Aha, ich bin ja schon dabei. Bruder Devin zu bekommen. Mein Bruder dazu, mit dem Fasten aufzuhören. Wo ist er denn? War er jetzt hier oben oder hier unten? Ja, da ist er. Ja, der Schrottkopf. Oder Devin? Heiliger Atom, von diesem Ort. Bist du es? Oh, Heiliger. Oh, tut mir leid, Bruder. Ich dachte, du wärst... Ach, vergiss es. Was gibt's? Du scheinst jemanden zu erwarten. Hast du einfach hier rumgesessen? Ich brauche echt ein neues Hobby. Du brauchst echt ein neues Hobby. Nichts, tut mir leid für die Störung. Fanatiker Ferre will, dass ich mit dir rede. Er befürchtet, dass du dich selbst umbringst. Schön, dass die Leute mich wieder anschreiben. Mit der Sache aufhören. Jo. So, das sollte sich geklärt haben. Du scheinst jemanden zu erwarten, dass du ja, befürchtet, dass du dich selbst umbringst. Wie würde ich ihm gerne das hier sagen, aber, ja. Fanatiker Ferre will, dass ich mit dir rede. Er befürchtet, dass du dich selbst umbringst. Du musst mit der Sache aufhören. Jetzt schickt er noch andere Leute, was? Kannst ihm sagen, dass ich seine Sorge um mich zu schätzen weiß. Aber ich muss bleiben. Mir ist Atom erschienen. Und ich muss tun, was er befiehlt. Atom kam zu dir, was hast du gesehen? Sarkastisch. Und wenn Atom dir sagen würde, du sollst von einer Brücke springen. Du musst gar nichts tun. Atom gibt es gar nicht. Und was genau hat Atom befohlen? Ja, Atom kam zu dir? Was hast du gesehen? Meine Erlösung. Jet war viele Jahre lang mein Leben. Eines Tages war ich im Wald und nahm mein Gift, als eine Kreatur aus dem Himmel zu mir hinabstieg. Ein grüner Hirsch, umgeben vom heiligen Leuchten. Er befahl mir, ich solle zum Nukleus zurückkehren, meine Sünden hinter mir lassen und mich Atom hingeben. Für meine Hingabe würde Atom noch einen Boten schicken, der mich für immer befreien wird. Und deshalb muss ich hier warten, Bruder. Woher weißt du, dass die Vision von Atoms Bote nicht einfach eine Drogenhalluzination war? Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atoms Bote und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. So, und ja, das bleibt unter uns, okay? Schätze, ich rede einfach später mit dir, Bruder. Erstens wäre wahrscheinlich die bessere Wahl, aber in uns war es. Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atoms Bote und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. So, und das bleibt unter uns, okay? Du bist der Bote? Die Fesseln? Fort? Ist es so? Oh, danke. Danke, euer Leuchten. Und keine Sorge, Bote. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Oh, bei Atom. Danke. Ich kann es kaum glauben. Sein Bote. Jetzt fall aber nicht runter wieder an. Das wäre ein bisschen doof. Und nur so ein bisschen. Er geht jetzt erstmal petzen beim Oberfinalformat. Das ist eine Menge Strahlung. Wir sollten von hier verschwinden. Ja, ich musste mich mal ganz kurz noch hinsetzen, weil mein geliebter Hund ist wieder unter dem PC-Tisch. Ich weiß echt nicht, warum er das so feiert, aber hey, ist halt warm hier, ne? Computer und so. Fanatiker Ware? Du hast es geschafft. Bei Atom, du hast es geschafft. Wenn ich was Neues brauche, kannst du was davon haben. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, lass es mich wissen. Du hast erwähnt, Strahlung würde dir schaden. Warum lebst du an einem solchen Ort? Das ist echt eine verdammt gute Frage. Du hast erwähnt, Strahlung würde dir schaden. Warum lebst du an einem solchen Ort? Ist besser als das, wo ich herkomme.
Vor meiner Zeit in der Familie war ich Fallensteller. War mit ein paar üblen Typen im Nebel unterwegs. Konnten gerade so überleben. Ich hatte ein Messer unterm Kissen, damit mir nachts niemand das Essen klaut. Aber eines Tages stießen wir bei der Jagd auf den hohen Beichtvater Tektes und seine Leute. Wir umzingelten sie und nahmen sie gefangen. Dachten, wir könnten sie gegen etwas Essen und Munition eintauschen. Ich musste sie bewachen und ich kam mit dem hohen Beichtvater ins Gespräch. Du kannst dir vermutlich denken, was dann passiert ist. Er hat dich überzeugt, ihn anzuschließen. Du hast die Fallenstelle angegriffen. Wieso machst du dir solche Sorgen um Devin? Ich brauche im Moment nichts. Du hast die Fallenstelle angegriffen? Mhm. Der Beichtvater begann mir vom Leben im Nukleus zu erzählen. Vom Leben mit Atom. 3 Mahlzeiten am Tag. Keine Angst, im Schlaf gefressen zu werden. Die Strahlung war gar nicht so schlimm. Außerdem hatte ich mein Gebräu dafür. Es war eine ziemlich leichte Entscheidung. Ich habe den Kindern geholfen, die Fallensteller zu erledigen und habe hier ein neues Leben angefangen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, warum Devin? Wieso machst du dir solche Sorgen um Devin? Ich meine, er ist ein guter Junge. Klar, er mochte Jet etwas zu sehr, aber er war kein Raider oder so. Er brauchte nur etwas Hilfe. Und zu unserer beider Glück bist du aufgetaucht. Da fragt man sich, ob Atom nicht doch seine Finger im Spiel hatte, was? Also, gibt es sonst noch was? Nein, nur den Gott des DLCs. Im Moment nichts. Ich brauche im Moment nichts. Alles klar. Pass auf dich auf. Ich passe. Verlorene Schwester ihren Fehler erkennen. Nein. Gut, wer ist die nächste auf unserer Liste der Schwachsinn? Hilf dem Großfanatiker. Oh Gott, ich brauche noch Hilfe. Achso. Wo ist denn der Vogel? Hilfe. Ja, wo ist er denn? Er wird gar nicht auf der Karte markiert. Oh mein Gott. Muss ich ihn jetzt etwa ganz alleine finden? Oberfanatiker. Hab ich den Oberfanatiker umgebracht? Oder war der da drin? Jetzt bin ich verwirrt. Toll. Leute, wo ist denn der Oberfanatiker? Wer hat Oberfanatiker gesehen? Hallo? Hat jemand einen Oberfanatiker in seiner Tasche? Alchemist. Der Alchemist, der immer auf Leute piest. Ja, das ist mal sehr kreativ und selbst gedacht. Ausgedacht. Traum sein. Ich mach gleich mal ins U-Boot rein, mal kicken. Halt. Die nehme ich mit. Ich weiß nicht warum, aber die nehme ich mit. Ist auch was. Packen. Verzeihung, Großfanatiker. Hast du im Namen Atoms über Schwester Gwyneth gerichtet? Wer war das nochmal? Können wir nicht versuchen, mit ihr zu reden? Erzähl mir, Schwester Gwyneth, ich werde das nicht tun. Ich arbeite noch dran, Großfanatiker. Dann entlasse ich dich wieder. Achso, das wollt ihr von mir. Okay. Schätze ich mal. Vielleicht auch nicht. Bring mich um. Wo ist denn das hier? Akkadianische Ideale, Hilfe unter Freunden. Bla bla bla. Das müssen wir auch noch alles machen, ne? Hypothese, wir schaffen eine Gewebeprobe, Blaupausen, Bürgermeister mit Arschloch, bla bla bla. Okay, keine Ahnung, wie das ist. Quatsch, aber nur mit. Großfanatiker? Da du zurück bist, gehe ich davon aus, dass die Ketzerin erledigt ist, richtig? Nein. Können wir nicht versuchen, mit ihr zu reden? Ich wünschte, es wäre so, aber die Zeit zum Reden ist vorbei. Sie hat unsere heiligen Stätten entweiht und sich Atom versagt. Okay. Mach ich nicht. Ich werde das nicht tun. Das ist keine Bitte. Du handelst in Atoms göttlichem Auftrag. Du solltest dich geehrt fühlen. Und jetzt mach. Wo ist die denn, Alter? Keine Ahnung mehr, wo die ist. Ist das toll. Okay, na gut, dann haben wir diese Quest jetzt mal vorläufig beendet, bis wir zufälligerweise wieder über sie stoßen, schätze ich mal. Und ja, ich glaube, das war's auch schon erstmal wieder von dieser Folge. In der nächsten Folge mache ich diese Scheiß, was auch immer das für ein Feature ist, aus, weil mir das auf den Sack geht. Und dann sehen wir mal, was wir noch so Witziges auf unserer Liste hier zu erledigen haben, nicht wahr? Also, bis dahin, dann tschüssi.